Um der erzähllogischen Einbettung und Funktionalisierung des ausschweifenden Schachepisodenteils in der Mitte des Romans, die zweifellos das narrative Zentrum von Ulrichs Arabel darstellen und denen wir daher auch besondere Aufmerksamkeit schenken werden, näher zu kommen, muss in diesem besonderen Fall einer nachträglichen Vorgeschichte nun etwas weiter ausgeholt werden und die erzählsystematischen Voraussetzungen von Ulrichs Arabel zunächst vor dem Hintergrund des Wolframschen Willehallen perspektiviert werden. Es wird zu diskutieren sein, wie Ulrichs Erzählen davon geleitet zu sein scheint, das alles durchdringende Leid und die keineswegs intakte Minne zwischen Willehalm und Arabel, wie sie Wolfram erzählt, aus den früheren Ereignissen zu begründen und wie die Vorgabe der Fortsetzung den Erzähler zu bisweilen durchaus fragwürdigen und subtil misslingenden Strategien der Dispensierung und der Verstellung durch das ausschweifende Erzählen von höfischer Freude greifen lässt. Ulrich entfaltet, so jedenfalls meine These, die schwierigen und bisweilen unvereinbaren Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Sippe, Minne und Religion, welche die Voraussetzungen bilden für den endlosen Christen-Heidenkampf im Willehalm, anstatt sie im Gegenteil zu entproblematisieren. Mag er sich auch an einer Bewältigung der uneinholbaren Diskrepanzen zwischen den drei zentralen Konzepten christlich-adliger Identität abarbeiten und aufwendig die buckligen Schweißnähte zwischen ihnen erzählen, polieren, ist es doch gerade dieser Akt ostentativer Schadensbegrenzung, in dem sich auch Wolfram permanent übt, der die Aufmerksamkeit des Publikums immer wieder auf die zentralen Probleme zurücklenkt, ohne mit harmonisierenden Lösungen aufzuwarten. Der Schlüssel für diese Perspektive auf die zentralen Fragestellungen des Willehalmsstoffs, wie sie die deutsche Tradition jedenfalls reflektiert, liegt in der wesentlichen Permeabilität zwischen den Episodenclustern der Arabel und der Transgression von Erzählelementen zwischen christlichem und heidnischem Handlungsraum. Es wird zu diskutieren sein, wie die Schachpartien nicht nur als Zentrum des topografisch entfalteten Raums positioniert, sondern als zentrifugaler Kommunikationspunkt für die Desintegrations- und Reintegrationsprozesse der Hauptfiguren Willehalm und Arabel-Güburg zu betrachten sind. Das Spiel entwirft in seiner Dreigliedrigkeit, verteilt auf zwei Partien, das Romangeschehen modellhaft im Sinne von komplexem Probehandeln. Es präfiguriert als symbolisches Zeichenhandeln versuchsweise das, was konkret werden soll, und strukturiert im Wesentlichen den Roman, indem es vergangene Ereignisse überraschend neu interpretiert, auf zukünftige Ereignisse deutend vorausgreift und diese retrospektiv verständlich macht. Die Hinweise auf die Vorgeschichte zum Willehalm sind bei Wolfram dünn gesät. Für den ersten Werkteil konnte Ulrich noch auf einen zusammenhängenden, wenn auch kurzen Erzählabschnitt zurückgreifen. Ulrich erzählt nach einem Prolog von Graf Heinrich von Naribon im Gefolge Karls, wie er seine Frau Irmenschad anlässlich eines Feldzuges gegen die Heiden kennenlernt und sich gemeinsam mit Verbündeten zunächst erfolgreich gegen die wiederholt einfallenden Ungläubigen zur Wehr setzt. Heinrich und Irmenschad bekommen 7 Söhne, von denen der älteste, Willehalm, Papst Leo, ebenfalls als Karls Gefolgsmann aus der Gewalt aufständischer Römer errettet und dabei seinen Nasennarbe erhält. Zu diesem Zeitpunkt hatte Heinrich seine Söhne bereits zugunsten eines Taufpatenkindes enterbt und zum Minne- und Herrendienst in die Welt ent- und sich selbst überlassen. Willehalm erhält von Karl zu Monloin die Mark und Karls Sohn Lois die Thronfolge, was das Reich zunächst schwächt. Willehalm kann sich als Lois Vormund bei der Schlacht zu Runzewall gegen Terramer erfolgreich behaupten. Bei der Verfolgung der Heiden gerät Willehalm dann in Gefangenschaft und wird in das arabische Tordjerne an den Hof Tybalts verschleppt, womit der zweite Werkteil beginnt. Für die nun folgenden Ereignisse finden sich nur ganz verstreute Hinweise bei Wolfram, aus denen sich den Rezipientinnen aus einer Lektüre des Willehalm kaum hat eine kohärente Geschichte ergeben können. Diese liefert nun Ulrich. Die Begegnung mit Tybalts Ehefrau Arabel, Terramers Tochter, mit dem christlichen Gefangenen entwickelt sich vom ersten Kontakt und über eine Reihe gemeinsamer Schachspiele zu einer Liebesbeziehung, die die beiden schließlich während Tybalts Abwesenheit bis in das heidnische Eheschlafzimmer führt. Arabel ermöglicht Willehalm die Flucht aus dem Kerker. Zur Conversio zum christlichen Glauben bereit, kehrt sie mit Willehalm und einigen ihrer Getreuen in die Heimat des Christen zurück, über eine Zwischenstation auf der Insel Montana, wo sie die heidnischen Verfolger zunächst mit Hilfe eines verheerenden Sturms abschütteln können.
Nur Tybald kann unversehrt entkommen. Von dort werden sie von der Montanaer Burggräfin in die Hafestadt Rivetinet begleitet, wo sie das christliche Festland erreichen. In Avignon erhält Arabe die Taufe durch den Papst unter der Anwesenheit des Kaisers und den neuen Namen Güburg, was sie schließlich zur Eheschließung mit Willeheim befähigt, die im provenzalischen Orange vollzogen wird. Die Rheinpart-Fortsetzung ergänzt das Fragment und die Einführung der Figuren Alice und Vivians. Nach Vivians prächtiger Schwertleite werden sie von Willeheim nach Orange begleitet, wo kurz darauf die Nachricht von der Landung des heidnischen Heeres unter der Führung Terramers und Tybalds eintrifft, sodass die Dichtung genau dort endet, wo Wolfram von der ersten Alishans-Schlacht zu erzählen beginnt. Die Dreiteilung der Handlung wird am offenkundigsten räumlich strukturiert mittels des Durchgangs von Frankreich in den Orient und wieder zurück und korrespondiert dem Dreischritt durch die heidnischen und christlichen Binnenräume Kerker, Hof und Schlafgemach, Christenland, Reich und Sippe in Orange. Der Prolog des Willeheim, so ist verschiedentlich herausgearbeitet worden, entfaltet analog drei thematische Schwerpunkte: Sippe, Religion und Minne. Deren wechselnde Relationen, das Konfliktpotenzial im Aufeinandertreffen von Heiden und Christen in zwei großen Schlachten ausmachen. Zunächst werden die Diskurse getrennt voneinander betrachtet. Der wunderliche Umstand, dass Heimrich seine Söhne zugunsten eines Patenkindes, das durch trüwe Us der Taufe erhaben worden war, begründet für den gesamten folgenden Geschehensverlauf, dass die Bindung der Taufe über die der Sippe dominiert. Dass dies zunächst nicht, wie zu erwarten wäre, an Güburg, sondern an Willeheims Erbkonkurrenten exemplifiziert wird, unterstreicht die Allgemeingültigkeit. Dass das Motiv der Enterbung zwar vielleicht nicht Wolframs Erfindung ist, aber sich dennoch nicht in der Vorlage findet, unterstreicht außerdem seine Relevanz. Darüber hinaus tritt der Erbfall aber gar nicht ein, da Heimrich bei Abbrechen der Handlung noch am Leben ist und das Erbrecht von der Taufpatenschaft auch gar nicht betroffen sein dürfte. Anders sieht das allerdings Ulrich von dem Thürnin, der den Adoptivsohn Floret vorsichtshalber lieber sterben lässt, damit du Kind, nämlich Heimrichs richtige Söhne, hand nouvol erbes tel. Wenn auch das Erbe rein rechtlich keine Rolle hätte spielen dürfen, tut dies jedoch in erheblichem Maße dem konfliktuösen Zusammenhang von Blutsverwandtschaft und Taufe. Durch diese Hierarchie geraten machtpolitische Interessen und religiöse Verpflichtung in einen Konflikt, dessen Beginn geschichtlich noch vor dem eigentlichen Romangeschehenen angesiedelt ist, der ethisch geleitetes Verhalten verunmöglicht und daher nur in Verheerung und Unglück münden kann. Anschließend wird das Verhältnis jedoch sogleich wieder verkehrt, wenn Terramer die Schuld für die Auseinandersetzungen zugeschrieben wird, weil er nicht den Regeln des Sippenverbandes gemäß Willeheim als seinen rechtmäßigen Schwiegersohn anerkennt, dem er im Prinzip genauso verpflichtet sei wie Tybald. Sie waren im Sippe Algelieche, Wilhelm der Lobesrieche und Tybald Arabin Mann. Dass die umstrittene Frau hier Arabel und Tybald ihr Mann genannt werden, zeigt an, dass diese formale Berechnung von Verwandtschaftsgraden nicht aufgeht. Dass die Formulierung so ausfällt und nicht umgekehrt, also sie waren ihm gleich nah verwandt, Tybald und der hochgerühmte Willeheim Güburgs Mann, lässt gar ein leises Verständnis für die Perspektive Terramers erahnen. Daher erprobt der Erzähler einen dritten Weg, den Schuldgrund für die zu erzählenden Ereignisse zu bestimmen, indem er die Perspektive auf die Religion und auf die unzweifelhafte Erlösung der Christen als Märtyrer lenkt, von der die ungetauften Heiden explizit ausgeschlossen sind, wenn dies der Erzähler auch zutiefst bedauert. Ich bin noch einer, zwar manns saget, der ihr Tod mit Trüven klaget. Dass Wolfram den Krieg als Kreuzzug auffasst, wird an einigen wenigen Stellen explizit, wenn davon nämlich die Rede ist, dass die Waffengewänder mit dem Kreuzzeichen geschmückt sind. Erst als er schließlich mit einer zweiten Apostrophe Güburg adressiert, kommt es zur eigentlichen fatalen Verbindung der Komplexe Sippe, Religion und Minne in einer Person. Arabele Güburg, ein Wieb Zwirr genannt, deren Minne den Tof versniedet.
Die Liebe zu Wilhelm und zum Christen Gott fallen auf eine Weise auseinander, dass die eine zum Schaden der anderen gerät. Die Synthese der Perspektiven in der weiblichen Protagonistin führt schließlich aber zu keiner Vereindeutigung der Schuldfrage. Sie bleibt eine schwer zu lösende Problematik, an deren Lösung sich Erzähler, ich und Publikum gleichermaßen aktiv interpretierend zu beteiligen haben. Anstatt harmonisierend ist die Darstellung der Minne in der Freude-Leid-Dialektik metaphorisch wie begrifflich explizit doppelgesichtig mit dem Thema des Glaubens und der Glaubensdifferenz wie der Sippe verknüpft. Von Güburg als einem harmonischen Gebilde aus Minne und Religion kann in Wolframs Wilhelm daher nur sehr eingeschränkt die Rede sein. Im Horizont dieser Konfliktlage, die der Wilhelm-Prolog entfaltet und an der sich der Roman bis zu seinem Abbruch immer wieder neu perspektivierend abarbeitet, erscheint die weibliche Hauptfigur in Ulrichs Arabel als eine zweiteilige Figur. Damit ist kein durch Synthese spezifischer Eigenschaften der orientalischen Königin des Heidenlandes und der christlichen französischen Markgräfin erzeugtes Amalgam zu einer neuen Figur gemeint, sondern alles, was aus Perspektive auf einen Fortsetzungsroman gesehen, handlungslogisch Arabel einst gewesen war und Güburg sein wird, ist vom ersten bis zum letzten Vers des Romans auf der Ebene des Erzählens bereits gegenwärtig der Fall. Deshalb spricht der Text in fast allen Handschriften wiederholt von Arabel und Güburg. Teilweise mit dazugehörigem Verbplural, was nicht Arabel bzw. Güburg, sondern zwei voll ausgeprägte Seiten ein und derselben Figur meint. Diese folgen nicht entwicklungsgeschichtlich aufeinander, denn schon in den ersten beiden Werkteilen heißt die ungetaufte Arabel immer auch schon Güburg, wie im Schlussteil die getaufte Güburg immer auch noch Arabel heißt, sondern treten als simultane Dimensionen aggregativ zusammen. Es fällt dabei auf, dass nach dem Abschluss des Taufakts die Doppelung Arabel und Güburg nicht mehr auftritt, sehr wohl jedoch der Name Arabel alleinstehend. Die innere Doppelung der Figur ist bei Wolfram jedenfalls auf der Erzählebene explizit. Arabele Güburg Ein Wieb Zwirr genannt, da die Geschichte der Figur in der erzählten Zeit seines Romans bereits zu Beginn der Handlung verdoppelt vorliegt. Durch die in der Vergangenheit liegenden Ereignisse Taufe, Hochzeit mit Wilhelm und Standeswechsel war Arabels Geschichte aus Perspektive der Christen zu einem Ende gekommen und hatte Güburgs Geschichte begonnen. Dieser Umstand, dass Geschehene in seiner Präsenz vom Gegenwärtigen gar nicht zu unterscheiden ist, beziehungsweise der doppelte Zustand der Arabel Güburg bei Wolfram ist der paradoxe Ausgangspunkt für Ulrichs Erzählen. Während für Wolfram Vergangenheit und Gegenwart der Figurenbiografie zwar unauflöslich, kausal miteinander verknüpft sind, insofern jene in die handlungslogische Verantwortung für diese zu treten hat, sind sie narrativ deutlich separiert. Entweder in der bruchstückhaften Rückblende, Arabeln Wilhelm erwarb, darum beunschuldig Volk erstarb, unschuldig was die Königin, die Ätteswenne Arabel hieß, oder konsequent aus dem Blickwinkel und in den Worten der Heiden und klaggete in, nämlich Terramer, auch viel Seere von Arabeln, die sich Güburg nannte. Jedoch in der konsequenten, auch syntaktischen Engführung des Taufnamens Güburg und der Standesbezeichnung Königin im Wilhelm sind Vergangenheit und Gegenwart stets simultan präsent und artikulieren fortwährend die virulenten Gründe des daher unauflöslichen Konflikts, Herrschaftspolitik und Religion. Bezeichnenderweise ist es Rennewart, Arabels Bruder, der Güburg zweimal Markgrafinnen nennt. In Ulrichs Arabel fällt der Markgräfinnen-Titel nur im Kontext der wörtlichen Entsagung des Königin-Attributs durch Arabel selbst gegenüber Wilhelm als Bestätigung der Einwilligung zur gemeinsamen Flucht. Der Krone hier und zur Arabi, die sind nu gar von mir fri, der will ich mich hüte wieder sagen und Markgräfinnen Namen tragen. Ulrich sah sich also mit der Herausforderung konfrontiert, nicht nur zu erzählen, wie aus Arabel Güburg werden konnte, sondern auch, wie Güburg immer auch Arabel bleiben musste, trotz und wegen Güburgs besonderer Erlösungsfähigkeit bzw. Arabels besonderer Erlösungsbedürftigkeit.
Wolfram schließlich entwickelt die Markgräfin zu einer Heiligenfigur. Wie Wolframs Wilhelm-Roman mit dem Gebet an den heiligen Wilhelm beginnt, wendet sich der Erzähler am Anfang des 9. Buches, welches das Werk mutmaßlich abschließen sollte, mit den Worten eines Mariengebets an Güburg. Ey Güburg, heilig Frove, din selde mir die Schove noch fürge, dass ich dich gesehe. All da min Seele Ruhe bejeche, durch dienen Priest den Süßen, will ich noch für Bass grüßen, dich selben.